Außenborder Tohatsu 9,8 PS. Der Peller sitzt hier unten drinne. Jetzt muss als erstes mal hier das Schaltgestänge abgemacht werden. Da sind zwei Pins drinne, die muss man rausmachen. Jetzt wird sie versuchen rauszudrücken. Nehmen wir noch mal einen kleinen Imbus zur Hilfe. Da ist er. Da ist der erste Pin. Und jetzt kommt der zweite rein. Anschließend müssen hier die vier Schrauben entfernt werden. Und jetzt sollte man das einfach hier rausziehen können, jawohl. Das geht bis auf das Schaltgestänge. Das irgendwie ein bisschen klemmt. Ja, es kommt schon langsam. Jawohl. Ja, da haben wir ihn. Einfach oben rausgezogen. Das ist hier der Auslass. Da wird das Wasser hochgepumpt. Hier unten drin ist der Impeller. Jetzt müssen die vier Schrauben hier gelöst werden. Und dann kommt man an den Impeller ran. Das sind also die längeren Schrauben, die hier drin sind. Muss man das Gehäuse ganz vorsichtig abnehmen, weil nämlich der Impeller mit einem Stift an der Welle gesichert ist und wir wollen ja auch die Dichtung nicht kaputt machen. Jawohl, das haben wir. Hier drinnen ist jetzt der Impeller. Das sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Und hier, da sieht man den Stift. Den muss man ganz vorsichtig wegnehmen. So, die Dichtung sieht in unserem Fall noch super aus. Die können wir noch mal verwenden. Und das ist der Impeller. Sieht in dem Fall auch gut aus. Hier ist die Nut, wo der Stift reinkommt. Das Gehäuse ist ein bisschen verrostet und leider ist da auch ein bisschen Sand drin. Aber jetzt wird der Impeller ein bisschen mit Glycerinefett eingeschmiert. Dann rechts rum in die Führung eingepasst. So. Dann muss er mit dem Nippel hier, muss er genau da rein. Okay, jetzt nimmt man sich den Stift. Das ist der Stift. Der kommt jetzt hier rein. Der bleibt nicht liegen, also mache ich da auch ein bisschen Fett dran. Dann bleibt er da auch liegen. Und anschließend wird das wieder draufgeschoben.
mit der Nut auf den Stift. So, passt. Dann wird es hier genau wieder auf die Dichtung gepresst. Sehr gut. Dann habe ich hier ein bisschen Schraubenfett. Und damit mache ich die ganzen Schrauben ein bisschen, damit das nicht so korrodiert zwischen dem Nähroster und dem Aluminium. Und alles wieder festgezogen. Dann kommt jetzt hier an die Führung für das Wasser, was hochgepumpt wird. Mache auch noch ein bisschen Silikon, damit das da gut reinflutscht. Legen wir den mal wieder auf die Seite. Hier oben noch ein bisschen wasserbeständiges Fett drauf. Und jetzt wird das hier wieder alles eingeführt. Mal schauen, ob es so einfach geht. So, ganz einfach. In der richtigen Position ist, das ist ganz einfach. Jetzt kommen die anderen Schrauben dran. Dann wird der Schaft wieder angeschraubt. So, ich habe alles zusammengebaut wieder, schön gefettet. Jetzt wollen wir auch schauen, ob er denn auch läuft. Mit Süßwasserspülen auch noch. Dans tout.